Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Das sieht so wunderschön aus mit dieser Waffe. Und wir verdursten. Wir müssen erstmal was trinken, weil ich gerade die Folge vorbereitet habe und währenddessen bin ich verdurstet. Naja. Heute werden wir herausfinden, warum die KI hier so dämlich ist und die Leute, dass die einfach so wahllos irgendwelche Bürgermeister wählen. Schauen wir uns hier mal um. Wir können hier natürlich zurückgehen. Hier hinter der Wand ist die KI plus Leiche. Und da kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Alle Körbe. Ja, du hast sie alle. Herzlichen Glückwunsch. Endlich, alle Körbe. Ja, du hast sie alle. Sei glücklich. So. Es ist Stufe 0 Schloss, Leute. Stufe 0. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und für was? Damit ich Erfahrung kriege. Wow. Habe ich kurz vom Level up? Ne, das ist mein TP. Oh, heute werde ich nur enttäuscht. So schade. So, mir wurden irgendwelche Einträge versprochen, die mir hier irgendwie alles aufklären. Hier ist ein Fahrstuhl. Warum auch immer. Ach, da ist die KI. Die mich zum Bürgermeister wählt, höchstwahrscheinlich. Hallo, KI. Glückwunsch, Bürger. Auf Anweisung des Bürgermeisters erhalten alle Personen, die diesen Raum betreten, das Amt des Bürgermeisters. Ich bin Ihre KI-Bürgermeisterassistentin. Ach, da ist sie. Sie kennen mich Kiba nennen. Also, sie war nicht hinter der Tür, sie war hier. Ich werde Sie durch die Übergangsphase leiten und Ihnen auch danach gewissenhaft beistehen. Erlauben Sie mir, die letzte Nachricht der verschiedenen Bürgermeisterinnen zu spielen. Nein, bitte. Geh einfach aus. Du befolgst immer noch die Anweisung zu Leuten, die hier reinkommen. Geh einfach aus, Mann. Ja. Lade die relevanten Einträge zu unserer Situation. Leben Sie wohl, Ma'am. Es war mir eine Freude, Ihnen zu dienen. Ist doch gut. Sie waren eine ausgezeichnete Bürgermeisterin. Bitte. Ja. Nein. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Ich werde der aufgezeichneten Nachricht. Ja, ich weiß. Wir müssen schnell durchlesen. Ach, boah. Ah. Wir schufteten auf ihren Feldern, sie ließen uns hungern. Wir füllten ihre Taschen mit Gold, sie füllten unsere Lungen mit Dreck. Wir brachen uns das Kreuz, sie brachen unsere Herzen. Wir hatten Schmerzen, sie machten uns von ihren Schmerzmitteln abhängig. Wir wählten sie, stahlen unsere Stimmen. Wir wollten gerechte Löhne, sie ließen uns ausbluten. Wir verlangten sichere Arbeitsplätze, sie nahmen uns die Jobs weg. Wir wollten ein normales Leben, sie verhinderten unsere amerikanischen Traum. Wir waren Freunde, sie ließen uns unsere Nächsten verdächtigen. Wir organisierten uns, sie ließen uns in fremden Ländern sterben. Wir haben unsere Menschlichkeit verkündet, sie gaben ihre Menschlichkeit auf. Wir tragen müde, aber stolze Gesichter echter Frauen und Männer. Sie versteckten sich hinter Blechdosen, Butlern und Plastikgesichtern. Wir wollen eine Welt, in der Menschen leben. Sie wollen einen Friedhof, auf dem Roboter patrouillieren. Es wird Zeit, dass wir uns vereinen, um sie und ihre seelenlosen Maschinen zu stürzen. Votoga gehört uns, dem Volk. Volkspartei für ein freies Votoga. Votoga, hast du nicht gesehen. Ihr wisst Bescheid. Bürgermeister Thomas He Molly, ich meine es ernst, das ist kein Scherz. Erinnern Sie sich noch an den Tag, an dem die Kochbots die Stadt alle Lebensmittel zerstört haben? Das war ich. Ihre Vorgängerin wollte einen Exekutivbefehl zur Evakuierung der Stadt erlassen. Warum wollen Sie mir nicht glauben? Sie muss doch etwas aufgeschrieben haben, einen Gesetzesentwurf vielleicht oder irgendwas in Form eines Tage oder Notizbuch. Diese ganze Geschichte mit der Bürgermeisterwahl nach Zufallsprinzip ist doch total hirnrissig. Hat denn niemand Experimente oder Simulationen durchgeführt, um zu zeigen, wie bescheuert diese Idee ist? Ich werde am Montag am angegebenen Ort sein. Seien Sie auch dort. Mit freundlichen Grüßen, Scott V. Turner. Den Namen kenne ich doch irgendwoher. Terminal! Für den Zugriff auf dieses Terminal benötigen Sie eine Freigabe der Stufe Vertraulich. Bitte lesen. Hohe Priorität. Für den Zugriff, ja, Bürgermeister für einen Tag.
Die Evakuierungen laufen nicht besonders gut, da draußen herrscht das totale Chaos. Die Leute haben sich zu sehr daran gewöhnt, dass ihnen Roboter und Computer alles abnehmen. Den Leuten brennt da draußen nicht nur die Hütte wortwörtlich. Ich tue mein Bestes, aber ich bin auch nur eine Musiklehrerin. Ich bin einfach nicht für diese Aufgabe gemacht. Sobald alle sicher die Stadt verlassen haben, werde ich versuchen, einen Waffenstillstand mit dem Saboteur auszuhandeln. Angeblich versteckt er sich irgendwo in Bogtown. Auch wenn das vielleicht nur Hörensagen ist, wäre das ein Anfang. Es wird immer schlimmer. Jedes Mal, wenn ich dieses Büro verlasse, bin ich mir sicherer, dass ich es nicht zurückschaffen werde. Aber irgendjemand muss ja versuchen, alles zusammenzuhalten, während wir die Leute rausschaffen. Und aus welchem Grund auch immer, hat mir das Schicksal diese Verantwortung übertragen. Als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass ich nicht mehr zurückkehre, habe ich eine Verfügung erlassen. Der automatisierte Bürgermeisterauswahlvorgang wird so geändert, dass einfach jeder, der diesen Raum betritt, als ein Bürgermeister für einen Tag akzeptiert wird. Ich glaube, das wird es denjenigen erleichtern, die herkommen, um zu helfen. Auf lange Sicht betrachtet, könnte es problematisch werden. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, damit es überhaupt eine lange Sicht gibt. Als Bürgermeister sollten Sie Zugriff auf alle Dateien auf dieser Maschine haben. Falls ich es nicht schaffe, können Sie vielleicht das Versteck des Saboteurs finden und dem hier ein Ende setzen. Die Leute brauchen einen sicheren Ort in den kommenden Monaten, wenn hier alles unweigerlich auseinanderbrechen wird. Watoga ist perfekt, bis auf die amok laufenden Roboter. Aber wenn wir damit fertig werden, dann... Ich wünsche uns allen viel Glück. Barbara Elizabeth, 134. Bürgermeisterin von Watoga. Vorräte. Ich konnte ein kleines Versteck mit Vorräten für den Notfall anlegen. Das ist einfach... Das ist wie so ein Alarmmelder. Ja, mehr. Katze, ey. Ja, ist gut. Miau da hinten weiter. Ich konnte ein kleines Versteck mit Vorräten für den Notfall anlegen. Falls ich es nicht schaffe, habe ich Kiba angewiesen, den Zugang erst dann freizugeben, wenn die Roboter erledigt sind. Ich will keine kostbaren Vorräte mehr an Plünderer verlieren. Also, wenn sie die Vorräte wollen, müssen sie uns helfen. Aber wie? Brief des Auswahlkomitees archiviert. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in Ihrem neuen Amt des Bürgermeisters von Watoga. Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Man weiß nie, wie lange es dauert, bis ein neuer Bürgermeister ausgewählt wird. Vielleicht in einem Jahr, vielleicht auch schon morgen. Manch einer möge diese zufällig festgelegten Amtszeiten frustrieren, die meisten empfinden sie jedoch als befreiend. Da die Leute nicht wissen, wie lange sie im Amt sein werden, dürften keine Interessenorganisationen und korrupten Firmen versuchen, ihre Gunst durch Bestechen zu erlangen. Sie können also davon ausgehen, dass jeder ihnen gegenüber ehrlich und aufrichtig sein wird. Schön, oder? Total. Wenn sie eine Verfügung erlassen, den Notstand auszurufen oder einfach mit jemandem reden möchten, der die Bürde des Amts versteht, dann wenden sie sich an ihre KI-Bürgermeisterin, Bürgermeisterassistentin Kiba. Sagen sie ihr, was sie möchten und sie verfasst ein entsprechendes Gesetz. Kiba besitzt eine Fülle wichtiger und nebensächlicher Informationen hinsichtlich der Verwaltung einer Stadt. Ihre Wissensdatenbank umfasst sorgfältig zusammengestellte Zeitungsartikel, Urteilsbegründungen, Gesetze aus allen 50 Staaten und sogar einige ältere, bis zurück ins Mittelalter reichende Daten. Wenn Sie eine Frage haben oder sich bezüglich einer Vorgehensweise nicht sicher sind, wenden Sie sich einfach an Kiba, die Ihnen 1 bis 3 gute Antworten liefert, aus denen Sie wählen können. Aber denken Sie stets daran, dass Sie der Bürgermeister sind und die Verantwortung der Stadt allein Ihrer Verantwortung unterliegt. Nicht vergessen, da niemand gewählt, sondern nur mit einer durch den Bürgermeister festgelegten Amtszeit bestimmt wird, kann jeder Bürgermeister-Mitarbeiter nach seinem Ermessen einstellen und entlassen. Okay. Darüber hinaus haben alle Verfügungen des Bürgermeisters gemäß der Verfassung von Watoga Gesetzeskraft, mit der einzigen Ausnahme, dass keines der Gesetze diese Autorität einschränkt. Ganz schön viel Verantwortung, oder? Und was kommt als nächstes? Entspannen Sie sich, die täglichen Abläufe in der Stadt sind vollkommen automatisiert. Von den Leistungen der Stadtwerke bis hin zur Sicherheit werden alle großen und kleinen Aufgaben zur sauberen, effizienten und effektiven Verwaltung der Stadt von sorgfältig
programmierten Robotern übernommen. So können Sie und Ihre Administratoren sich auf die Dinge konzentrieren, die für die Bürger wirklich von Bedeutung sind. Und als geschätzter und angesehener Bürger von Vettoga wissen Sie ganz genau, worum es sich dabei handelt. Durch den Verzicht auf Wahlen zugunsten einer zufälligen Selektion ehrenwerter Bürger für das Amt haben wir Vettoga zur demokratischsten Stadt auf der ganzen Welt gemacht. Jeder hat eine Chance, die Dinge so zu regeln, nicht nur die Politiker. Nun sind Sie an der Reihe. Nun sind Sie der Bürgermeister. Und ja, Sie können es schaffen. Bürgermeister, Auswahlkomitee von Vettoga. Demokratie würde ich das jetzt nicht nennen. Also im Endeffekt wählen wir keinen Bürgermeister, sondern einen König. Und der König ist einfach nur derjenige, der die meiste Scheiße am Arsch kleben hat. Naja, relevante Verfügung. Hier ist eine Liste mit unterschiedlich lang zurückliegenden, doch nach wie vor wichtigen und oder historischen Verordnungen. Ich werde diese Liste so gut wie möglich auf dem neuesten Stand halten. Manche Aufzeichnungen, auf die ich Zugriff habe, wurden beschädigt. Die Datenbanktechnikabteilung wurde bereits von dem Problem informiert, aber sie haben noch keine Lösung gefunden. Ich entschuldige mich, dass ich nicht viel weiterhelfen konnte. Kiba. Gesetze zur Bevorzugung der Verkehrsbehörde. Ja, okay, cool. Fehler. Patriotismusgesetz zur Auflösung gerichtlicher Kontrolle. Gesetz zum Recht auf Party. Gesetz zur Abschaffung des Rock'n'Roll. Das kommt dabei raus. Gesetz zum Recht des Bürgermeisters auf einen Swimmingpool. Gesetz zur Auflösung der Kabinettsbefugnisse. Gesetz zur Vorbeugung von dämlichen Babynamen. Gesetz zur Wiedereinführung des Rock'n'Rolls. Er ist wieder Bürgermeister geworden. Er ist Bürgermeister geworden. Cool. Gesetz zur Wahlfreiheit für Babynamen. Gesetz zur dauerhaften Gültigkeit bürgermeisterlicher Verordnungen. Was? Das heißt, dass man Verordnungen nicht mehr absetzen kann? Gesetz zur bürgermeisterlicher Haftungsfreiheit. Gesetz zur einfachen Sprache. Halt, die sind verfügbar. Es dürfen weder Verordnungen noch Gesetze, Verfügungen, Regeln oder andere Bekanntmachungen des Bürgermeisters geschaffen oder durchgesetzt werden, die frühere Verordnungen, Gesetze, Verfügungen, Regeln oder Bekanntmachungen unwiderruflich, unanfechtbar, unveränderlich oder in jeglicher Weise unbegrenzt, uneingeschränkt, nicht anpassbar oder unzugänglich machen, mit Ausnahme dieser Verordnung selbst sowie Verordnung 341, dem Gesetz zur dauerhaften Gültigkeit bürgermeisterlicher Verordnung, auf dem diese Verordnung beruht und dass diese Verordnung und ihre eigene dauerhafte Gültigkeit, Unwiderruflichkeit und Unanfechtbarkeit bestätigt. Habe ich nicht verstanden. Wo war das jetzt? Muss man erstmal hier wieder finden. Wird das hier gerade gelesen? Ja. Gesetz zur einfachen... Gesetz zur einfachen Sprache. Von jetzt an werden alle Verordnungen, Gesetze oder Verfügungen, die daraus entstehen, in einfacher Sprache niedergeschrieben. In der Sprache des Volkes kein fortan oder vor dem oder also gleich und bezüglich oder wie in Absatz 3.1 Abschnitt Schlag mich tot festgelegt. Jetzt reden wir Klartext, damit die Dinge auch von normalen Menschen verstanden werden. Das ist eine gute Sache. Ich glaube, das, was gerade stand, haben viele nicht verstanden. Ihr könnt mich mal, zukünftige Bürgermeister. Kiba, mach, dass die zukünftigen Bürgermeister meine Gesetze nicht mehr rückgängig machen können, okay? Die sollen dauerhaft gültig sein und dürfen nicht mehr verändert werden. Sir, ich bin mir nicht sicher, ob eine derartige Verordnung möglich ist, da Verordnung 341, die von einem ihrer Vorgänger unterzeichnet wurde, genau das gleiche festlegt und Verordnung 342 besagt, dass fortan keine Verordnungen, Gesetze oder Verfügungen geschafft werden können, die zukünftige Bürgermeister daran hindern, vorherige Verordnungen oder Gesetze einzuschränken, anzupassen oder zu beschneiden, mit einer Ausnahme der sogenannten Verordnung selbst und der vorherigen Verordnung 341. Wie beschissen. Tut mir leid, Sir. Wie wär's damit?
Macht zur Verordnung, dass du so tun musst, als könntest du zukünftige Bürgermeister nicht mehr hören, wenn sie versuchen, meine Gesetze zu ändern. Und du musst ihnen sagen, dass sie dich kreuzweise können. Natürlich, Sir. Also hat es funktioniert? Du kannst meine Gesetze nicht mehr ändern, Kiba? Ich denke nach, Sir. Also ist meine Verordnung gültig, oder was? Das ist eine äußerst komplizierte Frage, Sir. Was ist daran kompliziert, Kiba? Einen Moment, Sir. Ich führe eine ausgiebige Überprüfung von legalen und historischen Präzedenzfällen reichlich komplexe Simulationen durch, okay? Was heißt hier okay? Okay, die Verordnung steht. Ah, perfekt. Ihr könnt mich mal, zukünftige Bürgermeister. Ah, geil. Bürgermeister für einen Tag. Kiba, ich kann eine Verordnung schaffen, um zu verändern, wie Bürgermeister ausgewählt werden? Ich wüsste nicht warum, Ma'am. Warum hat das dann noch niemand vor mir versucht? Ich bin mir nicht sicher, Ma'am. Naja, dann passe den Auswahlprozess so an, dass wirklich jeder, der durch diese Tür kommt, für den entsprechenden Tag Bürgermeister wird. In Ordnung. Nur eine Frage, um sicher zu gehen. Wenn Sie erlauben, Ma'am. Klar. Was passiert, wenn mehrere Personen den Raum rasch hintereinander oder gleichzeitig betreten? Dann machen sie alle zu Bürgermeistern. Natürlich, Ma'am. Oh, und noch was, Ma'am. Kannst du machen, dass dieser andere Typ versucht hat... Was? Kannst du machen, was dieser andere Typ versucht hat? Also, wo du so tust, als ob niemand... ob du niemanden hörst, der versucht, diese bestimmte Verordnung zu verändern? Natürlich. Inklusive mir? Selbstverständlich. Versuchen wir es mal, Kiba. Ja, Ma'am. Ich möchte eine Verordnung schaffen, dass einmal pro Woche unter allen Bürgern von Watoga ausgelost wird, wer Bürgermeister wird. Tut mir leid, Ma'am. Tut mir leid, Ma'am. Glückwunsch, Bürger. Ich habe Sie nicht richtig auf verstanden. Könnten Sie das bitte wiederholen? Alle Personen, die diesen Raum betreten, das Amt des Bürgermeisters. Ich bin Ihre KI. Oh, sie hat mittendrin abgebrochen. Ausgezeichnet. Ich würde hier, achso, wir müssen vorher lesen, ne? Tut mir leid, Ma'am, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Könnten Sie das bitte wiederholen? Ausgezeichnet, ich würde dir einen High Five geben, wenn du Hände hättest. Danke, Ma'am. Na gut. So viel dazu. Ach, das haben wir gelesen, ne? Gut, wir haben jetzt alles gelesen, wir haben jetzt die ganze Folge damit verbracht. Und wegen dir habe ich mindestens 5 Minuten verloren. Ja gut, finde das Versteck des Saboteurs. Aber wir haben noch Untersuche des Gebäudes des Rettungsdienstes. Auch wenn ich das schon habe, aber wir müssen da reingucken. Ich muss diese sonstige Quest erledigen. So, gut. Wo ist der Ausgang? Hier unten, ne? Abkürzung. Tschüss. Ihr wisst nicht, wo ich bin, aber ich hätte gerne eure Erfahrung. Und dich hätte ich gerne, oh mein Gott. Gib mir deinen Loot! Metallrüstung! Ist hier noch jemand, den ich töten kann? Ach, ist mir egal, geh raus. Tschüss. Zack. Vorsicht? Oh ne, ich wollte schon sagen. Mach doch die Tür nicht zu! Das Zentrum von Watoga heißt Sie zur Zukunft der Demokratie willkommen. Unser automatisiertes Personal wird Ihnen gerne helfen. Wer schießt da denn schon wieder? Oh, wir müssen da hoch. Oh, okay, wir müssen ja eh hier in das Gebäude. Ah, vielleicht gehört das dazu. Bin gleich wieder da. Moment, ich habe meine Powers noch nicht an. Irgendwie war das Schaden jetzt nicht so hoch. Kann das sein? Gott, wer ist denn da so nervig, bitte? Ach, der ist das die ganze Zeit. Legendär! Ich hab wohl, dass das keinen Schaden gemacht hat. Des Junkies Kryolator. Zunehmender Schaden mit steigenden Entzugserscheinungen. Oh. Und der hat 2 Sterne, ne? Wo ist denn das Ding?
Ach da. Ja, was habe ich gemacht? Habe ich ihn fallen lassen? Was habe ich mit ihm gemacht? Oh Gott, bitte sag mir, was ich noch habe. Ich habe X gedrückt. Was ist X? X ist ablegen. Ah. Ups. Ah, nee, ist ein Stern. Okay, gut. Aber trotzdem. Stufe 25. 24 Schaden. Ich werde abhängig von allem Möglichen. Ich werde jetzt sämtlichen Alkohol trinken, den ich kriegen kann. Und gucken, wie hoch ich den Schaden kriegen kann. Weil wir müssen schämabhängig werden, wir müssen alkoholabhängig werden. Ich weiß nicht, kann man überhaupt alkoholabhängig werden? Wir werden sämtliches Bier saufen, was es gibt. Unterstützung bei dringenden Angelegenheiten des Countys. Ja, ja. Da es nicht mehr viele Personen gibt, muss ich mich mit ihnen zufrieden geben. Ich verpflichte sie, illegale Besetzer zu vertreiben, die sich niedergelassen haben, ohne die entsprechenden Unterlagen beim County einzureichen. Viel Glück dort draußen. Wegtreten! Ach Gott, ich höre wieder so ein komisches Riesenviech. Hallo? Okay. Wo ist das Viech? Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Es lebt wieder. Na gut, so kann man auch abhängig werden. Schön, dass du wieder lebst. Stealth Boy MK3. Noch eine Rüstung. Beta-Welle. Nice. Aber wir wiegen immer noch trotzdem viel. Wir müssen bald mal was dagegen unternehmen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, mit was ich alles süchtig werden kann. Dann werden wir mal richtig süchtig. Dann ziehen wir uns alles rein. Sämtlichen Schissel. Aber habe ich jetzt nicht die tägliche Quest beendet? Was ist denn hier die tägliche Quest? Die Polizeischule hat mich um die Besetzer zu räumen, der war Außenposten Alpha. Da werden wir auch hingehen, in der Hoffnung, dass da ein Legendärer ist, weil diese tägliche Quest könnte dazu dienen, um, ja, Legendäre zu farmen. Dann würde ich das echt jedes Mal machen, mit euch zusammen. Einmal die Woche. Wobei ich würde das ja am liebsten täglich machen, aber ich weiß, dass es zu viel wäre. Wenn da wirklich ein Legendärer wäre, Alter, was man da alles farmen könnte. Ah, vor allem täglich kann ich auch nicht, das würde ich im Leben nicht schaffen. Ja gut, holen wir den ja mal raus. Funktioniert ja immer noch am besten hier. Was? Wie konntest du mich treffen? Cheater. An die Wand mit dir. Kiste. So. Ende des versteckten Saboteurs. Da waren gerade zwei drinne. Lass mich doch hier nicht verarschen. Wir sind da zwei Helme drinne. Nichts, was ich haben möchte. Ich mag meine Baggerrüstung, muss ich sagen. Ich mag sie wirklich. Ich sehe nicht ein, warum ich die tauschen muss. Vielleicht eines Tages gegen eine richtig gute. Kann sein, dass das hier auch eine gute ist, aber... Stufe 40. Ah. Innert Schäden und Krankheiten durch Gefahren aus der Luft. Eigentlich muss ich die mitnehmen.
Aber ich mag meine Baggerrüstung. Ich kann die Baggerrüstung bestimmt später noch weiter aufleveln. Wir werden erstmal das Max-Level erreichen und dann gucken wir, ne? Wir haben es ja jetzt nicht eilig. Das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee, wenn wir auf dem Dach bleiben möchten. Wo ist denn das besagte Versteck? Das hier ist doch ein Versteck. Schlafsack. Ja, kann ich nur Kohle abhängig werden? Hundefutter abhängig? Ich muss wissen, durch was ich alles abhängig werden kann. Ne, das Versteck ist anscheinend doch drin. Warte. Okay. Es muss wirklich da drin sein. Hä, wie jetzt? Wäre ich jetzt umsonst hier reingegangen? Willst du mir das damit sagen, Spiel? Ah, das ist so heftig mit dem Ding. Alter. Puh, Nahkampf ist hier ziemlich OP, muss ich sagen. Uiuiui. Da gehen wir auf jeden Fall drauf. Gerade auch mit der Powerrüstung. Ich meine, wir haben sowieso ohnehin schon so viel Stärke. Ja, aber dann zeigt mir doch nur einfach nach oben. Deputy, worauf warten Sie noch? Es verwirrt mich jetzt zutiefst. Au. Eventuell muss ich aufs Dach und vom Dach aus irgendwo runterspringen? Nee, aber die Quest hat mir die Tür gezeigt. Hä, hey, wieso jetzt da hinten? Ach so. Ich wundere mich, ey. Was sind das ständig für Geräusche, denke ich mir. Hat da gerade jemand auf den Roboter geschossen? Habe ich schon wieder über 10 Stims? Wie habe ich das denn geschafft? Ich hatte hier nur 5. Okay, wo ist das Versteck des Saboteurs? Das ist ziemlich weit hinten. Und da müssen wir hinlatschen und können nicht sprinten. Geil, ne? Na gut. Machen wir einen kleinen Ausflug. Durch das Start, ne? Fusionskonto habe ich mitgenommen. Ja, habe ich mitgenommen. Ich hoffe, dass wir... Oh. Ein Stimmzähler? Wozu braucht man einen Stimmzähler? In dieser Stadt, wohlgemerkt. In der jeder Bürgermeister werden kann, der gerade Bock drauf hat. Man muss ja eigentlich nur den Bürgermeister umbringen, da wird ein neuer gewählt. Das erklärt, warum es so viele Bürgermeister gab. Ich denke, genau so ist das abgelaufen. Was machst du da im Wasser? Hey! Das ist mein Ziel. Hey! Ach Gott. Aber die machen ja auch wirklich noch Schaden und so, ne? Ist ja nicht so, als wenn die unsterblich wären. Zum Preis, hier komme ich. Oh Mann, ey. Wie viel kleiner Putz. Das ist der einzige Nachteil im Nahkampf, man wird halt die ganze Zeit abgeschossen. Das Einzige, was man machen kann, ist schießen. Aber noch ein halbes Level und dann haben wir es geschafft. Geht eigentlich auf den Batz-Modus? Dann würde ich so einen kritischen aufbauen und einen kritischen machen.
Wie viele Roboter sind denn noch hier? Scheiße. Ich habe auch keine Ausdauer, ich komme nicht zu den Nähe. Oh, geht doch weg, ich hätte einfach vorbeilaufen sollen. Ich bin einfach zu gierig nach eurer Erfahrung. So, bevor noch mehr kommt, gehen wir einfach. Kommen ja ohnehin wieder. Bin ich zu blöd, den zu treffen oder so? Das nehmen wir doch alles mal mit. Ich hoffe inständig, dass wir irgendwo eine Werkbank finden. Lose Schrauben, Alter. Der geilste Loot, den man überhaupt bekommen kann. Was ist denn los? So, komme ich hier irgendwie wieder raus? Sehr schön. Und hier muss das Versteck gleich irgendwo sein, ne? Puh, das ist ja doch richtig weit entfernt. Alter. Was? Supermutanten Biest, wo? Ja, Freunde, ich würde es einfach so machen. Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen spät. Ich gehe noch ein Stück alleine, bis wir irgendwie ein bisschen Action haben und dann, oh, sehen wir uns da in der Nähe des versteckten Saboteurs. Haut rein, euer Zero Shoes.